Ja, hallo Freunde der Spiegelton, willkommen zurück bei Frostpunk. Versucht gerade die meisten Kranken zu heilen. Durch Hand auflegen in Winterfall. Aber es könnte schlimmer sein. Läuft doch eigentlich ganz cool. Arbeitstag beginnt. Jetzt sollte die ganze Rohnahrung mal geliefert werden. 150 nur. Das ist nicht viel. Und unser Kohletransport wartet. So, wir haben den Einwohnern Wärme versprochen, haben wir auch gehalten. Und wir haben wieder Stimmen in den Ruinen. Leider haben wir nur Kinder, die wir da hinschicken können. Sammelstelle ist erschöpft. Gut, dann weg damit. Da können wir noch 4 einsetzen. Alles super. Krankenhaus erforscht. Krankenhäuser beschäftigen weniger Leute. Wir brauchen aber die Jagdtaktiken. Ich brauche Essen. So, Krankenhaus hat eine Basisheizstufe von 2. Und ja, ich sehe, dass unser Kohle- und Holzbereich einfach voll ist. Wollen wir denn damals die Warenhäuser hingemacht? Ah, hier sind die Rohstofflager. Die müssen ja zum Glück nicht geheizt werden. Speisehaushelfer. Sir, wir wollen nicht den ganzen Tag auf unseren Hintern sitzen. Und damit zufrieden sein, dass man am Leben ist. Die wollen halt mit Holzprothesen in den Speisehäusern arbeiten. Wir geben dir jetzt 100 Holz und dadurch werden die Speisehäuser effizienter. So, mehr Sammelstellen, Rohstoffe erschöpft. Ich glaube, wir brauchen ein zweites Pflegeheim. Kommt direkt neben den ersten. Das ist das Krankenhaus. Wir brauchen also 10 Leute. Zehn Ingenieure. Na, hoffentlich kacken die nicht da oben ab. Also die Patienten, die in dem Ding drin waren. Und ja, ich weiß, ihr habt alle Hunger. Ihr seid aber nicht am Verhungern. Fehlende Behandlung. Sind doch alle in Behandlung. Noch mehr Kohle einlagern. Um.
Ja, mach ruhig auf Stahl. Hauptsache, die produzieren und es wird nichts verschwendet. So, ihr seid außer Betrieb, weil kein Holz mehr in der Nähe. Also auch abreißen. Ein, 90 Leute sind hungrig, obwohl wir die Essensration haben. Kommen wir zurück, Gesetzesbuch, zwecksmäßig. Aus der Hoffnung, nein. Abendgebete. Und rein da, die Hoffnung steigt erheblich. Wie viel Zeit haben wir noch? 4 Tage. Also diesmal sollte es funktionieren, solange jetzt nicht 8000 Leute noch sterben. So, das Sanitätshaus kann auch weg. In manchen Bereichen bleibt es einfach arschkalt. So, die Speer sind an zerstörten Unterkünften, wo leider nichts ist, außer, dass wir das letzte Lager sehen von hier aus und dahin gehen können. Und wäre ich nach Süden gegangen, da wäre sogar eine Rohnahrungsstelle gewesen. Wo kommen die denn alle her? Alle aus dem Außenpostendepot? Sehr schön. Sammelstellen, Rohstoffe. Aufgebraucht. Also alle Ruinen in der Ecke weg. Die Jagdtaktiken wurden erforscht. Dadurch sparen wir Jäger. Als nächstes nehmen wir die fliegenden Jäger. Die sind nämlich effizienter. Jetzt sollten wir ziemlich viele Arbeiter frei haben. Also, mehr Jagdhütten. Die eigentliche Frage bleibt, wo haben die überhaupt, wie haben sie sich vorher ernährt? Ist ja gar nichts da. Feige Schläge haben wir gefunden. Wir werden diese aber aufnehmen. Die kommen auch vom alten Regime, die hatten sich versteckt. Wir lassen ja niemanden unter den Trümmern verrotten. Jedes Menschen, jede Hand ist wichtig, einfach im Kampf gegen die Kälte. So, die neuen Jägerhütten sind fertig. Das sind nochmal 80 Nahrung. Ja, also 160 Essensrationen. Und theoretisch produzieren wir mehr Essensrationen, als wir Nahrung verbrauchen. Obwohl, stopp.
Die nicht abreißen. Da müssen wir nur den Kohlegenerator hochziehen. Also die nächste Technologiestufe, dann kriegen wir mehr Kohle raus. Dann passt das da in der Ecke wieder. So, fliegende Jäger erforscht. Speisehaus Wärmedämmung? Nein. Dampfkohlegenerator. 1120 Kohle, genug für 4 Sammelstellen. So, das mal richtig mollig warm machen. Senkt ja auch die Entstehung von Krankheiten hier. So, da sind noch 2. Da ist übrigens der 7. Tag, was bedeutet, es wird wieder kälter. Und zwar um 20 Grad auf minus 50. Und das ist die letzte Wetterprognose, die wir haben. Alles danach ist einfach keine Ahnung. So, wir finden Stahl und Dampfkerne. Also weiter. Die liefern 30 Nahrung pro Tag. Und haben eine höhere Basisheizstufe. Nur das Problem ist, der Arbeitstag hat gerade geendet. Deshalb kann ich jetzt gerade nicht die ganzen Jäger, also Jagdhütten ummodellieren. Weil dann fehlen mir die Einnahmen. Die nächsten Sammelstellen. Und dann haben wir wirklich, glaube ich, jegliche Ruinen aus dem Gebiet hier rausgeholt. Haben auch nur noch 32 Patienten übrigens, was auch gar nicht mal so schlecht ist. Und wie viel Zeit haben wir noch für alle? Vereint durch den Glauben. Sir, heute Nachmittag gibt es einen Gebetsabend. Viele Einwohner sind gekommen. Sie beten, aber es wird auch geredet und gelacht. Etwas so Ermutigendes habe ich schon lange nicht mehr in unserer Stadt erlebt. Es hat unsere Gemeinschaft wirklich enger zusammengebracht. Ich glaube, es gab gerade draußen ein Geräusch, weil der Zweitmops ist gerade aufgesprungen und macht jetzt Terror. Man hört es noch nicht. So, haben wir da unten auch noch eine Möglichkeit für eine Sammelstelle? Ja. Die ist so gut isoliert. Das haut schon alles hin. Wie kann es eigentlich sein, dass 35 Leute immer noch hungrig sind? Weil ich nicht zum Speisehaus komme.
Wo ist denn das erste Speisehaus von uns? Ach, da oben. Dann setzen wir als Gegenpol da unten eins. Gehen wir an die Arbeit, wir können es nicht nachlassen. So, das Haus ist so kalt, da kann keiner mehr drin arbeiten. Und hier oben die Zwischenbereiche sind auch zu kalt. Und ihr müsst leider ausziehen. So, da müsst ihr auch raus aus den Stahlruinen. Hier die Heizkörper an. Und es bleibt außer Betrieb, weil die Heizkörper nicht stark genug sind. So, mit kühl kann ich noch leben. Da ist ein Zelt, das muss weg. Wir sollen lieber in den Innenbereich ziehen. Hier haben wir noch eine Sammelstelle, die sollten wir auch ein bisschen aufwärmen. Meine Güte. Psst. Ruhe. Ah. Fehlerhafte Produktion. Ach so, Dampfkessel-Explosion in einem von diesen Dreadnought-Dingern. Aber sucht mal weiter die Richtung runter. Noch mehr Stimmen in den Ruinen? Ach komm, erzähl nicht. In der hölzernen Ruine an sich ist das zu kalt. Wir können da keinen reinschicken. Das muss über die Sammelstellen laufen. Moment. Dann können wir die auch so setzen, dass das Speisehaus mit abgedeckt ist. Da ist auch zu kalt. So, du hast keine Ressourcen mehr. Du auch. Habt alles in der Umgebung abgeholzt. Schauen wir mal, was wir als nächstes Zweckgebet machen können. Glaubenshüter. Sehr gerne. Die sorgen nämlich für Ordnung. Kann es nur einmal geben. Mach das hier unten. So, Rohstoffdepot aufwerten, damit wir noch mehr einlagern können. Die Hoffnung ist nämlich fast erreicht. 3 Tage, 9 Stunden Zeit. Jetzt können wir hier den Dampfkohlegenerator aufbauen und bedeutend mehr einsammeln. Genauso wie hier. Da ist auch Platz für 2 weitere Sammelstellen. Und ja, ich weiß, jetzt habe ich ein paar auf die Straße gesetzt. Das kommt. Das korrigiere ich jetzt noch. Eine Danksagung. Ah, die Hoffnung steigt leicht, weil wir die ganzen Leute in Pflegestationen gepackt haben. Da würde ich sie lieber in der Fabrik
mit Amputationsgerät zu vollwertigen Mitgliedern der Gesellschaft gemacht. Nicht, dass man mit einem fehlenden Gliedmaß nicht ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft wäre. So, Sammelstände mit Kindern. Hier unten bitte auch eine Sammelstelle für die Kinder. Und da ist der Dampfkohlegenerator auf der höchsten Stufe erreicht. Ja, nicht auf der höchsten, sondern auf der zweithöchsten Stufe. Das bringt schon einiges. So, wir haben das Opfer gerettet. Ach, eine Gruppe von Ingenieuren, die versucht haben, den Generator in Gang zu bringen. Und es bringt uns ein bisschen Hoffnung wieder. Hatten wir gar nicht das Sammelding benutzt an der Stelle. Setzen wir erstmal die Glaubenshüter ein. Vertraut auf den Glauben, Brüder und Schwestern. Der Frühling wird bald kommen. Wer Hoffnung sucht, guckt in den Himmel. So, den können wir anschalten. Ich hätte die Sammelstellen da gar nicht gebraucht. Hm. 600 Rationen, also muss ich mindestens 300 Rohnahrung produzieren. 300 Rohnahrung bedeutet, ich brauche 10 von den Jägerdingern. 6, 7, 8, 9, 10. Da kann ich auf ein paar verzichten. Essensration zu niedrig. Wir haben 400 Essensrationen. Verarschen mich. So, wo sind meine Glaubenshüter? Wir konnten doch mit denen auch noch irgend sowas machen. Da. Die Unzufriedenheit sinkt. Eine Prozession startet beim Generator. Ohne Kack. Für den Hunger kann ich nicht. Das sind anscheinend welche, die zu doof sind. Ach, wisst ihr warum? Weil wir die Leute gerettet haben. Das ist eigentlich, sag ich mal, fehlerhaft. Wir haben die Ingenieure aus diesem scheiß holzverbrannten Gebäude geholt und deshalb konnten wir das nicht schaffen. Ja, am Stahlwerk ist richtig kalt. Das sammeln wir aber noch auf. Ein. Was auch immer. Zeit für ein Abendgebet. Ja, regt euch ruhig auf, Kinders.
86 Kohle verbrauchen wir. So, kommen die Jäger zurück. Und produzieren die Nahrung. Uhr irgendwas sind das ja. Jetzt haben wir die Rohstoffdepotaufwertung gemacht, ne? Hm. Machen wir als nächstes neue Speer. Weil es gibt noch eine andere Richtung, in die wir gehen können. Mit unseren netten Herrschaften. Das sollten wir mal ins Auge fassen. Und wir produzieren 1000 Kohle zu viel. Boah, wie das da oben allein aussieht, ne? Da kannst du nur kotzen. Das hier ist noch in Ordnung, dass die so nebeneinander stehen. Wenn Stadtplanung schön aussehen soll, bist du einfach verloren. Oh, jetzt leckt der Hund die Wand wieder ab, ey. Ich werd bekloppt noch in diesem Haus hier. Gibt's keinen normalen Menschen? Ah, nee, normalen Menschen gibt's hier eh nicht. So, Sägewerk ist leer. Jetzt gibt es nur noch den Mauerbohrer, um Holz zu bekommen. Obwohl, wir können noch rechts ein Sägewerk bauen. Hier ist auch noch relativ viel gefrorenes Holz, was wir abernten können, in Anführungsstrichen. Was? Wir blockieren keine wichtige Anlage hier. Warum weiß ich immer noch nicht, welche Anlage das überhaupt sein soll? Weil ich glaube, das ist das, also das Teil für Außenposten. Das ist nur falsch platziert. Das ist keine Kohlemine. Na? Das Ding hier. Hm. Baut ihr das hier noch ab, die Stahlruinen, oder? Ich glaube nämlich nicht. Da ist nichts in der Nähe dafür. Und da könnte man eine weitere Kohlemine ansetzen. Muss schon ein bisschen daran denken, wenn ich nicht mehr das Außenteam einsetze, um die Kohle zu holen, sondern irgendwas anderes. So, die kann ich wegnehmen. Die werden ersetzt durch die beiden Jäger hier. Stahlruine erschöpft. Angeblich keine Leute mehr in der Reichweite. Ach, erzählt doch nicht. Hier gibt es auch nichts zu holen. Da ist nur ein Massengrab, also nördliche Ziel. Da sind sie. Die Hütte der fliegenden Jäger. Ich glaube, die sehen auch ein bisschen anders aus seit einem Patch. Ach so,
Es gibt unterschiedliche Bauweisen inzwischen. Also die Jäger-Dinger sehen anders aus. Die Luftschiffe. So, da können die Kinder rein. Essen für die Hungernde. Die Hoffnung steigt. Junge werden mit Essen versorgt. Wir haben einen illegalen Nahrungsmittelvorrat gefunden. Gebt alles an die Hungernden. Wo auch immer diese 5 Hungernden sind. Achso, die ruhen sich aus nach der Jagd gerade. So, leichtere Speerschuhe. Und dann wollen wir mal einen weiteren Speertrupp ausbilden und die mal nach Süden schicken. Nein, wir schicken die nach Westen. Wir sind auch wieder am Ende der Zeit, aber es läuft gut. Hoffnungstechnisch sind wir fast drüber. Also das nächste Gebet wird uns da nach oben pushen. Jetzt ist die Kohlemine hier auch fertig. Produzieren also noch mehr Kohle am Tag. Warum nicht? Und unser Nahrungsmittelvorrat ist voll. So, in dem Sinne erstmal tschöle Freunde der Spiegeltour und bis morgen, euer Imperator. Ciao. Bella.